First of all, welcome everybody, and we are more than happy to have you here because it has been a while since we did our last event here at Civil Labs Vaduz. Today we will have different presentations. I think the topic is super relevant and everybody is looking forward to listen about the developments. So without further ado, first I will give the word to Ral Lavishnik. He will give a small introduction about CBBC and how the whole blockchain ecosystem has developed in general in the region and here in Liechtenstein. So Ralph, please. So first of all, a quick question. Who doesn't understand German? No one. So, lasst es uns einfach machen. Ich gehe auf Deutsch, oder? Ich glaube, ich nicht Englisch sprechen, wenn niemand Englisch braucht. Ich spreche kein Schweizerdeutsch und auch kein Liechtensteinerisch, sondern Österreichisch in dem Fall. Ralf Lavishnik, einer der Gründer von Crypto Valley Venture Capital. Wir betreiben unter anderem diese Coworking Spaces, einen in Zug, einen in Vaduz, einen in Dubai. Und ich wollte euch heute einen kurzen Überblick geben, worum es uns geht und warum machen wir das. Dario, gehst du mal schnell auf die nächste Slide, bitte. Wir sind eine Gruppe von Companies, wir investieren in Blockchain, wir bauen selbst Blockchain-Companies, also Venture Capital, Venture Building, und wir machen Beratung bei großen Unternehmen in der Schweiz. 18 der 20 größten Versicherer und 6 der größten Schweizer Banken sind unsere Kunden im Umfeld. Wir investieren sehr viel in das Thema Blockchain und das Crypto Valley, weil wir glauben, dass das eine neue Chance ist für den Standort Schweiz und Liechtenstein, speziell in der Kombination, weil Liechtenstein sehr innovativ unterwegs ist mit dem Gesetz, über das wir später noch mehr hören werden, und natürlich als Hub in den europäischen Markt rein. Gehen wir einen Schritt weiter, bitte. Was ist überhaupt das Crypto Valley? Viele sprechen vom Crypto Valley von Zug. Für uns ist der Zug das Herz des Crypto Valley. Crypto Valley ist Schweiz und Liechtenstein. Auf dem internationalen Level über Zug, Zürich zu sprechen, ist schon relativ nah beieinander. Und Liechtenstein passt noch gut mit rein. Ihr seht hier die Statistik. Traue keiner Statistik, die du nicht selbst fälschst. Wir sammeln diese Daten von Blockchain-Firmen in dem Umfeld. Das sind nicht nur Startups, sondern das sind auch Service-Provider wie Anwaltskanzleien, Treuhänder, auch Kryptobanken und ähnliches. Beim letzten Mal, als wir das gemacht haben, am 31.12.2019, hatten wir in der Schweiz und Liechtenstein 840 Firmen mit über 4000 Leuten. Wir werden jetzt in Kürze den neuen Report wieder rausbringen und wir sind dann bei über 900 Firmen. Das heißt, die gute Nachricht ist, trotz Covid oder trotz der Krise, die wir im Moment haben, der Sektor wächst. Aber natürlich gibt es auch die ersten Pleiten in dem Umfeld, die ersten Insolvenzen. Mal weitergehen, bitte. Hier ist eine detaillierte Story, woher kommt das Crypto Valley, wohin geht es. Ich will heute gar nicht im Detail durchgehen. Wer es von euch noch nicht gesehen hat, es gibt ein Bitcoin White Paper, das hat glaube ich nur 6 oder 7 Seiten. Ist entstanden im November 2018. Das ist die Ausgangslage von dem Ganzen. Sollte man sich mal durchlesen. Ich habe es, glaube ich, 4-mal durchgelesen. Habe sicher 20% verstanden inzwischen, aber es ist durchaus spannend. Ja. In dem ganzen Kontext gab es ganz viele entscheidende Dinge. Oben seht ihr Firmen, die irgendwo inkorporiert wurden im Crypto Valley. Links oben Bitcoin Swiss war eine der ersten, die im Zug entstanden sind. Und rechts unten sind wir bei den Banking-Lizenzen, die letztes Jahr in der Schweiz rausgegeben wurden. Das sind dann die ersten 2 Banklizenzen von der FINMA rausgegeben worden. Und hier hinzugefügt, das habe ich bei Cointelegraph geklaut, seit 01.01.2020 gibt es ja das Liechtenstein Blockchain Law. Das heißt, hier ist was passiert, hier gibt es eine der ersten Gesetzgebungen. Und mehr dazu werden wir heute hören. Wer sind wir? Wir sind per Zufall dazugekommen. Warum Zufall? Wir haben in Zug ein Business Center betrieben und eine Unternehmensberatung in der Schweiz, das Lakeside Business Center. Und 2014, 2015 sind dann die ersten Blockchain-Companies vorbeigekommen. Wir haben uns gefragt, was passiert denn da? Irgendwas Spezielles ist da unterwegs. Wie kann man daran teilhaben? Wie kann man das unterstützen? Wir haben dann relativ früh angefangen zu investieren.
Wir haben angefangen, uns mit zu involvieren, Blockchain-Competitions gemacht, die Crypto Valley Association mitgegründet, die Swiss Blockchain Federation mitgegründet. Das sind alles Investments, weil wir glauben, dass hier eine Industrie entsteht, die wirklich relevant ist für die Schweiz und Liechtenstein. Ist es schon heute oder morgen relevant? Wahrscheinlich nicht. Wir sehen, wie in jeder Industrie braucht es Geduld. Ich glaube, dass es nochmal 5 Jahre braucht, bis wir wo sind. Natürlich hat es Auswirkungen gegeben. Ihr habt es in Liechtenstein erlebt, die Bank Frick, glaube ich, wir haben einige Kollegen hier, hat einige spannende Jahre hinter sich, weil sie sehr früh da reingegangen ist in dieses Umfeld. Aber auch dort sieht man im Geschäftsbericht, glaube ich, eine Kurve, wenn man das genauer anschaut. Wir haben einen ICO-Hype gesehen, wir sehen im Moment einen DeFi-Hype. Es ist immer gefährlich, solche Hypes. Grundsätzlich muss man an der langfristigen Strategie arbeiten. Und wenn wir uns anschauen, was passiert, es geht um Tokenisierung, es geht um den Einsatz von Blockchain. Wenn es um Tokenisierung geht, dann glauben wir, dass es in wenigen Jahren einen Wert von Milliarden oder Billiarden von Tokens geben wird. Vielleicht tokenisierte Autos, wenn ich dich hier sehe, Ray. Und diese Tokens, die müssen irgendwo aufbewahrt werden. Und wer ist besser geeignet zum Aufbewahren von solchen Tokens als die Schweiz oder Liechtenstein? Das heißt, wenn wir etwas gewohnt sind, dann ist es mit Privatkunden umzugehen, mit Geld umzugehen. Und ich denke, es geht im Blockchain-Umfeld um Vertrauen und um Beständigkeit, und das sind wir sehr gut aufgestellt. Die Slides werden wir sicher auch sharen. Wer Fragen hat, kann jederzeit auf mich zukommen. Ich möchte hier nicht aufs Detail eingehen. Gehen wir weiter, bitte. Vielleicht eine Slide, die ich das erste Mal, ich glaube 2017, auffliegen durfte. Source Venture Lab, eine EHSG, da hieß es mal, wenn man 10 Jahre lang 15 Millionen investiert, das heißt 1,5 Millionen pro Jahr, dann entstehen Follow-up-Investments von 900 Millionen und irgendwann gibt es 3.500 Jobs. Ja? 2016 hatte ich noch keine Idee, was das bedeutet. Wenn wir heute das Kryptovalley anschauen, haben wir über 4.000 Jobs. Über 4.000 Jobs in der Schweiz und in Liechtenstein ist durchaus relevant. Spannend ist, in Zug gibt es ca. 40% dieser Jobs. Also in Zug haben wir irgendwie 1.800 Jobs, die in dem Umfeld Blockchain geschaffen wurden. Das ist also durchaus relevant. Und auch hier unten sieht man aus dem Bericht der OECD einen Lichtblick. In den Investitionen ist die Blockchain-Technologie. Wir investieren nicht nur in Coins, in Tokens, sondern uns geht es um Investment in Equity, das heißt in Aktienkapital der Firmen, die dahinter sind. Gut, gehen wir weiter. Wer es nicht kennt, es gibt halbjährlich auch so ein Top 50 Report, den wir rausbringen. Wir versuchen, die 50 relevantesten Unternehmen aus dem Crypto Valley rauszunehmen. Da fliegen die Service Provider raus. Da geht es wirklich um die Unternehmen, die extra dafür geschaffen wurden. Das ist der Stand 31.12.2019. Wir werden in Kürze den Stand 30.06.2020 veröffentlichen. Was da durchaus spannend ist, im Gesamten sind wir hier bei 25 Milliarden Valuation. Wir haben 5 sogenannte Unicorns im Crypto Valley, das heißt 5 Firmen, die mehr als 1 Milliarde Bewertung haben. Auch da wieder relativ eindrückliche Zahlen, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil Valuation nicht gleich Valuation ist, aber es entsteht etwas und das Spannende ist, es entsteht hier vor unserer Haustür, es entsteht in der Schweiz, es entsteht in Liechtenstein und nicht in Silicon Valley, nicht in Singapur, nicht irgendwo sonst. Und wenn man das unterstützen kann, und das wollen wir unterstützen, dann machen wir das. Wir haben vor 2 Monaten einen großen Vertrauensbeweis bekommen. Der ehemalige Präsident oder einer der Bundesräte der Schweiz, Johann Schneider-Ammann, ist bei uns in den Verwaltungsrat eingestiegen. Das war irgendwie ein 2 Jahre Due Diligence-Prozess, ob er das machen will oder nicht. Und zum Schluss hat er gesagt, ja, er hat genug Vertrauen in das Ganze und kommt mit rein. Für uns ein wichtiger Prozess, weil auch hier geht es um Vertrauen. Wir verwalten Geld und investieren Geld. Gehen wir weiter, bitte. Für uns die Strategie, wir haben den Zug angefangen, wir haben als zweites das C-Labs in Vaduz aufgemacht, für uns der europäische Markt. International gesehen ist natürlich Asien spannend, wo wir Partner-Hubs haben. Dubai ist für uns ein wichtiger Markt und Südamerika. Die Corona-Krise hat jetzt dazu geführt, dass wir uns, glaube ich, alle wieder ein bisschen lokaler besinnen müssen. Es ist im Moment nicht so leicht zu reisen. Man kann nicht so einfach internationale Sachen machen.
Wir haben früher Großevents gemacht, fünfmal mit 1000 Leuten, unserem Civi Summit am WEF dabei gewesen. Ich habe persönlich das Gefühl, dass wir in den nächsten Jahren in der Form nicht sehen. Das heißt, was wir machen müssen, ist kleine Events wie heute, 30, 40 Leute, und schauen, dass wir die Power nutzen können, die hier ist, und das trotzdem international bringen, aus der Schweiz und Liechtenstein. Wenn jemand Fragen hat, wenn jemand Interesse hat, ich bin hinterher da, freue mich auf ein Glas Wein, auf ein Glas Wein und auf Gespräche hier. Und dann würde ich weitergehen. Danke. Danke. Welcome the authorities from FMA, and then we please welcome Dorothea Roffi for the talk on Liechtenstein Blockchain Act. Welcome. Ja, schönen guten Abend. Ich habe gehört, wir können doch auf Deutsch reparieren. Und da bin ich dankbar. Ich habe jetzt während Corona nicht viel Englisch geredet. Ich habe heute versucht, ein paar Wörter zusammenzuklauen mit Diepel. Also bin froh, dass wir das so machen können. Können wir weiter? Ich wurde gefragt, ob ich kurz First Impressions zum TVTG aus Sicht der FMA geben könnte, und habe mir gedacht, dass ich ganz kurz die FMA vorstelle, wer sind wir und wer ist auch das Regulierungslabor, das ich leite, dann zweitens Zahlen bringe, Zahlen hat niemand, nur wir, und drittens ein paar Pointers, Hinweise zum Registrierungsprozess gebe. Okay? Kurz zu der FMA. Wir sind die FINMA oder die BaFin des Ländles, und wir haben uns eigentlich auf die Karte geschrieben, dass wir ein bisschen marktnäher sind als diese zwei Behörden. Das heißt, unser Ziel ist, dass wir für Termine und Diskussionen immer zur Verfügung stehen, dass wir also nicht einfach auf die Kappe hauen, ohne dass vorher diskutiert wurde. Unsere FMA ist aufgeteilt in vier Aufsichtsbereiche. Die werden gesplittet nach Finanzintermediären, die beaufsichtigt werden. Das ist erstens der Bereich Banken, der Banken, Zahlungsdienstleister, Regelinstitut beaufsichtigt. Dann der Bereich Versicherungen und Versicherungsmittler, der Bereich Märkte, Wertpapiere, wo die ganzen Wertpapierprospekte gebilligt werden. Und als letzten Bereich der Bereich, in dem die Treuhänder beaufsichtigt werden, also die FPPs. Und in diesem Bereich ist seit kurzem auch die Geldwäscheaufsicht zentralisiert worden. Für alles, was bereichsübergreifend passiert und das nicht wirklich einem Aufsichtsbereich zugeordnet werden kann, ist das Executive Office da. Das ist direkt unter dem CEO Mario Gassner. Und da sind auch wir eingeordnet. Historisch gesehen hat das den Grund, dass eben das Regulierungslabor schon vor dem TVTG bestanden hat und wir zentrale Anlaufstelle sind für jegliche Fintech-Fragen, egal welchen Bereich das sie betreffen. Wir sind also auch bereichsübergreifend tätig. Okay. Wie gesagt, eine unserer Aufgaben ist das Single Point of Contact für jegliche Fintech-Fragen zu sein. Also, wenn Ihnen was auf dem Herzen liegt, Sie eine Frage haben zu Blockchain, Token oder was auch immer, kommen Sie zu uns und wir werden dann die zuständigen Aufsichtsbereiche involvieren. Wir beantworten Unterstellungsanfragen, das heißt, brauche ich eine Registrierung oder Bewilligung der FMA oder nicht? Das ist eine unserer Hauptaufgaben und war bis zum Inkrafttreten des TVTGs eigentlich das, was uns am meisten beschäftigt hat. Seit dem 01.01. ist meine Gruppe, und wir bestehen aus 5 Leuten, alle Teilzeit angestellt, wir sind zuständig für die Registrierung jeglicher VT-Dienstleister, also dieser 10 Rollen, die neu im TVTG geregelt werden. Wir sind dann auch zuständig für die anlassbezogene Aufsicht in diesem Bereich und für die Verhinderung von Missbrauch in diesem Bereich. Und ich sage anlassbezogene Aufsicht, weil eben die Aufsicht im TVTG-Bereich nicht eine klassische Finanzmarktaufsicht ist. Das heißt, es kommt nicht jedes Jahr ein Auditor bei einem Fintech vorbei und prüft dieses auf Herz und Nieren, sondern wir werden dann tätig, wenn uns ein Missstand mitgeteilt wird. Ganz wichtig ist, dass auch die AML-Supervision, also die Aufsicht im SBG-Bereich, im TVTG-Bereich, beim Bereich Affiliate, also andere Finanzintermediäre, in dieser zentralen Geldwäsche-Einheit, die in der FMA gebildet wurde, das machen also nicht wir. Und diese Konzepte prüft auch nicht meine Gruppe im Registrierungsprozess. Und was auch wichtig ist, herauszustreichen, ist, dass wir nicht
in die Kompetenzen der anderen Bereiche eingreifen dürfen. Das heißt, wenn jetzt ein VT-Dienstleister gegen das Zahlungsdienstgesetz verstößt, dann sind nicht wir zuständig für diesen Verstoß, diesen zu ahnden, sondern das macht der zuständige Aufsichtsbereich. Okay, ein paar Zahlen. Das TVTG ist im 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Wir haben dann uns die Mühe gemacht, alle uns bekannten Fintechler zu kontaktieren und sie aufzufordern, eine Tätigkeitsmeldung abzugeben. Das heißt, uns mitzuteilen, ob sie bereits 2019 eine jetzt neue registrierungspflichtige Tätigkeit ausgeübt haben oder nicht. 24 solche Meldungen sind eingegangen und wir haben nicht alle akzeptiert. Sondern die, wo wir gedacht haben, das glauben wir nicht, dass ihr 2019 schon tätig wart, das ist nicht plausibel, das könnt ihr uns nicht nachweisen, die haben wir zurückgewiesen. Zwischenzeitlich wurde ein VT-Dienstleister registriert, die Bank Brick für 5 Rollen. 9,5. Sonst noch niemand. Ist im Register einsehbar über diesen Link. Weiter gern. Wir haben aber 8 Anträge derzeit hängig für gesamthaft 19 Rollen nach dem TVTG. 6 dieser Firmen, die einen Antrag gestellt haben, haben einen Antrag auf eine einzelne Rolle gestellt. Und 2 dieser Firmen Anträge auf mehrere Rollen. Das hängt damit zusammen, dass 2 dieser Firmen große Handelsplätze betreiben, wo dann verschiedene Rollen aufeinandertreffen. Zum Beispiel die Token für Ware oder auch die Schlüssel für Ware. Die brauchen also mehrere Registrierungen. Ganz beliebt sind die Wechselstuben. Die prominenteste ist die Post, die kennen Sie. Ja. Man sieht ganz schön, wie sich das hier verteilt in den Anträgen. Was noch nicht beantragt wurde, wo wir aber einen Interessenten haben, ist ein Protektor. Und für den Protektor braucht man bekannterweise eine Steuerlizenz. Aber diese Anträge sind nicht eingegangen. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie zwischendurch einfach. Okay. Was witzig ist zu sehen oder was interessant ist für uns zu sehen, wir haben 23, also unseres Wissens, 23 im TVTG-Bereich aktive Firmen in Liechtenstein derzeit, die uns gemeldet haben, dass sie aktiv sind. Und von diesen aktiven Firmen haben nur 5 jetzt eine Registrierung beantragt. Das heißt, wir haben noch 18 nicht erhaltene Anträge. Also 18 Anträge, die eigentlich bis zum 31.12. durch sein müssten. Haben Sie diese Firmen kontaktiert, diese 18? Ja, also wir haben jetzt im Juni, Anfang Juli, ein Schreiben an alle Firmen rausgelassen und auf die Frist hingewiesen, die am 31.12. abläuft. Auch darauf hingewiesen, und das kommt in einem weiteren Slide noch, dass wir bei vollständigem Antrag 3 Monate Zeit haben, diesen zu prüfen. Wir haben noch nie einen vollständigen Antrag gesehen. jetzt ist Mitte August, also die Zeit rennt davon. Und meine große Angst für mein Team und mich ist, dass im November dann alle kommen und sagen, so jetzt aber hopp schnell, oder? Warst du schon in den Ferien? Ich war schon. Aber ja, noch ein bisschen aufgespannt. Ja, also ich bin gespannt, was sich da noch tut. Ja. Gut. Also nicht alle von diesen, die hier aufgeführt sind, müssen sich registrieren lassen. Sie sehen hier die Token Issues without a need for registration. Das sind solche, die unter der 5-Millionen-Grenze sind, die müssen sich nicht registrieren lassen. Oder? Die fallen weg, aber trotzdem haben wir einen Haufen Anträge, denen wir noch erwarten. Okay. Vielleicht eine Frage, die dann für die ganze Runde mehr relevant ist. Ist es ein Problem, wenn wir nicht alle holen bis jetzt? Kann sein, oder? Ja. Kann sein. Wo ich ein Problem sehe, ist beim physischen Validator, oder? Mhm. Sobald man ein öffentliches Angebot von Token macht, die eine Sache repräsentieren, in Liechtenstein braucht man einen physischen Validator, wenn man Basisinformationen veröffentlichen muss, oder? Wir haben Anträge für physische Validatoren vorliegen, aber das ist irgendwie so, was wir gesehen haben bei diesen Anträgen, ist, dass oft Rollen
in Bulk beantragt werden. Das heißt, ich mache jetzt zwei Sachen und ich plane irgendwann dann die anderen drei auch noch zu machen, ohne Konzept, ohne wirkliches Geschäftsmodell, oder? Ja. Sind wir gespannt. Aber es braucht kein Geschäftsmodell, als dass ich eine TVTG-Rolle beantragen kann, oder? Doch. Okay. Sie müssen im Antrag genau darlegen, wie Sie die VT-Dienstleistung umsetzen, also was die VT-Dienstleistung genau beinhaltet und wie sie dann tatsächlich auch durchgeführt wird. Step by step. Ja. Vielleicht auch zu ICOs oder Token-Emissionen generell. Seit Inkrafttreten des Gesetzes müssen jegliche Token-Emittenten, auch die nicht registrierungspflichtig sind, der FMA vor einer Emission eine Anzeige erstatten, dass eine Emission stattfinden wird. Wir haben ein Formular auf der Webseite aufgeschaltet, das zu nutzen ist. Und wir haben drei solche Notifikationen erhalten, allesamt von Unternehmen, die unter 5 Millionen ausgeben wollen. Also nicht registrierungspflichtig sind, aber dann schon sorgfaltspflichtig. Weil sorgfaltspflichtig ist man egal, ob man registrierungspflichtig ist oder nicht, im Bereich der Tokenausgabe. Wir haben auch, und das finde ich persönlich jetzt sehr spannend, oder? Wir haben derzeit 5 gebilligte Wertpapierprospekte für Token, also 5 Token-Emissionen, die mit Prospekt laufen. Und wir hatten schon, ich glaube, 4, deren Prospekt in 2020 ausgelaufen ist. Das heißt, diese neuen Prospekte haben die Emittenten dazu berechtigt, bereits 2019 mit der Emission anzufangen und diese bis zu einem bestimmten Datum, 2020, weiterzuführen. Das Besondere daran ist, dass ja am 1.1. das TVTG in Kraft getreten ist. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Prospekt ab dem 1.8.2019 bis zum 1.8.2020, dann war ich vom 1.8.19 bis 1.1.20 nicht sorgfaltspflichtig und dann macht es bumm und auf einmal bin ich sorgfaltspflichtig für den Rest der Emission. Oder? Finde ich sehr spannend. Was beinhaltet der Begriff sorgfaltspflichtig? Sorgfaltspflichtig heißt, ich muss meine Kunden identifizieren, also die Käufer meiner Token, ab einem bestimmten Betrag. Und ab bestimmten Schwellenwerten auch die Herkunftsmittel prüfen, etc. Und ich brauche hierfür Weisungen, eine interne Struktur. Also ich kann ja einfach sagen, ich mache KYC. KYC ist nicht alles, oder? Das Gesetz ist größer. Ja. Okay. Ein paar Erinnerungen zur Registrierung. Was wir immer wieder sagen müssen und betonen, ist, dass man sich nur registrieren lassen muss, wenn man Sitz oder Wohnsitz in Liechtenstein hat. Also man kann sich auch als VTD-Schleister registrieren lassen, wenn man kein Unternehmen ist, also als Einzelperson. Heißt also auch, dass wenn Sie im Buchs ein Business aufmachen wollen, brauchen Sie keine Registrierung. Sie können hier trotzdem gewisse Tätigkeiten entfalten. Wir haben eine Übergangsfrist von einem Jahr. Die Übergangsfrist sagt, dass VT-Dienstleister, die jetzt registrierungspflichtig werden, die aber vor dem 01.01.2020 schon tätig waren, nachweislich für uns, dass diese Zeit haben, eben bis zum 31.12. sich zu registrieren und in dieser Zeit wieder tätig sein dürfen. Wir bereiten gerade die Verwaltungsworte vor, um die Tätigkeit ab dem 01.01.2021 dann zu verbieten. Weil wir gehen nicht davon aus, dass alle Anträge dann wirklich eingereicht werden, die noch offen sind. Eben wichtig zu wissen und nicht zu vergessen, ist, dass trotzdem Sorgfaltspflichten schon ab dem 01.01. gelten, auch wenn man nicht registriert ist, auch wenn man sich noch im Prozess befindet. Ich habe es schon gesagt, bitte, wenn Sie einen Antrag stellen wollen, behalten Sie die 3 Monate Zeit, die wir auch haben per Gesetz, im Auge. Im September kommt, es wird knapp, ich weiß nicht, ob Ihnen ein Plan, einen Antrag einzureichen. Und was wir auch immer wieder betonen müssen, ist, dass das TVTG eine Parallelschiene zum Finanzmarkt ist. Das heißt, dass jeder, der schon eine Bewilligung hat von der FMA und jetzt im Blockchain-Fintech-Bereich tätig sein will, dann trotzdem noch eine Registrierung der TVTG braucht. Hat die Bank wirklich auch gemacht. Solche Firmen können aber dann davon profitieren, dass sie schon einmal geprüft wurden. Das heißt, wir fordern nicht alle Unterlagen erneut ein. Dann kann man den Großteil verzichten.
kann auch sonst, wenn man schon mal geprüft worden ist, uns das mitteilen und dann sagen, hey, müsst ihr mich nochmal anschauen, wurde in einem anderen Zusammenhang schon mal geprüft und dann entscheiden wir dann. Okay. Wichtige Punkte für uns im Registrierungsprozess, weil halt das Wort Registrierung ein bisschen misleading ist. Es ist eben nicht eine Registrierung, so wie man sich das vorstellt, sondern es ist eigentlich eine kleine Bewilligung, die man durchläuft, das vielen nicht bewusst ist. Und das sieht man vor allem auch im Bereich der Fit and Proper Prüfung, also die Prüfung, ob jemand zuverlässig ist und fachlich geeignet ist. Gemäß Gesetzesmaterialien ist diese Prüfung anzulegen, die soll ähnlich sein derjenigen nach dem Zahlungsdienstgesetz, das heißt recht exzessiv. Im Unterschied zum Zahlungsdienstgesetz trifft aber einzelne Personen nur eine dieser beiden Prüfungen. Das heißt, fachlich geeignet für uns muss nicht, wie im Bereich der klassischen Finanzmarktaufsicht, die ganze GL und der ganze VR plus alles, was darüber hängt, sein, sondern fachlich geeignet muss die zuständige Person auf der Leitungsebene sein, die zuständige für die VD-Dienste, also die zuständige Person, plus, falls es unter der Leitungsebene bereits ein Employee gleich geschrieben, eine Normalarbeiter, dort die verantwortliche Person sollte auch fachlich geeignet sein. Also nicht sollte, sondern muss. Also zwei Personen. Properness, das heißt zuverlässig, müssen alle Mitglieder von GL und VL eines VT-Dienstleisters sein, sowie alle Mitglieder von GL und VL, alle direkt und indirekt qualifiziert beteiligt dieses Dienstleisters. Und qualifiziert beteiligt ist man, wenn man 10% beteiligt ist am VT-Dienstleister. Das kann dann recht schnell, recht groß werden, diese Prüfung. Properness heißt, dass ich Strafregisterauszüge einreichen muss und Betreibungsregisterauszüge aus allen Staaten, in denen ich in den letzten 10 oder 5 Jahren Wohnsitz hatte. Ich muss also nachweisen, dass ich unbescholten bin und finanziell stabil. Okay? Eine andere Frage. Exchange Service Provider ist ja wahrscheinlich eine der komplexeren Rollen. Wie viel erwartet ihr mindestens an Substanz, an Personal? Kann man das irgendwo festhalten? Es gibt keine Vorschriften zur Substanz, oder? Ja. Also man kann sich vielleicht auch daran festhalten, dass eine Einzelperson eine Baudienstleistung auch beantragen kann, oder? Also ja. Das muss auch reichen können, oder? Sonst sieht das Gesetz keine Vorschriften vor. Aber wir haben jetzt demnächst ein Meeting mit Regierungsvertretern, um dies zu diskutieren. Weil es ja auch noch die Frage nach dem Steuerrecht gibt, oder? Nach Artikel 65 StGB. Weil irgendwann, wenn man dann gar nicht mehr in Liechtenstein tätig ist, obwohl man in Liechtenstein eine Lizenz hat, dann hat man auch steuerrechtliche Probleme, oder? Zum Business Model. Was uns oft vorgelegt wird, ist einfach die Aussage, ich bin Trockenverwalter. Ich biete die klassische Lösung an. Das reicht nicht für einen Antrag. Sondern wenn ich eine Registrierung erwirken will, dann muss ich beschreiben, wie die Dienstleistung genau ausgeübt wird, was die einzelnen Schritte sind, die diese Dienstleistung inhalten. Zu den Mindestkapitalanforderungen. Es gibt solche VT-Dienstleister, die haben keine Kapitalanforderungen, einige. Es gibt solche, die haben ein Fixes, das sind die Verwahrtätigkeiten. Und es gibt solche, die haben variable Anforderungen. Das heißt, wenn ich in meiner Geschäftstätigkeit einen bestimmten Umsatz überschreite, falle ich in ein anderes Kapitalerfordernis hinein. Was uns wichtig ist, ist jetzt, wenn zum Beispiel ein Exchange Service Provider uns mitteilt, ich erwarte, dass ich in 2021 nicht über die Schwelle, die mir 30.000 vorschreibt, hinübergehe, dann muss uns der Antragsteller darlegen, wie er sicherstellt, dass er das nicht tut. Oder? Sonst wäre es ein leichtes, diese Schwelle einfach zu übersehen. Natürlich muss man auch nachweisen, woher das Kapital kommt, das man nutzt.
für die VT-Dienstleistung. Okay? Fragen jetzt? Ah, zur Organisationsstruktur. Das ist auch sehr stark angelehnt an den klassischen Bewilligungsprozess. Das heißt, ich brauche eine Organisationsstruktur mit klaren Kompetenzen, Zuständigkeiten, wer macht was, wo ist ein Raumprinzip vorgesehen, wer darf was mit, wo sind Trennungen, wo gibt es allenfalls Interessenkonflikte, wie manage ich die, wo sehe ich meine Risiken, wie manage ich die und wie prüfe ich die und wie überprüfe ich das ganze System. Das wird auch von vielen nicht gesehen, oder? Viele gehen einfach davon aus, dass sie keine Interessenkonflikte haben, keine Risiken im System vorhanden sind. Sehen wir leider oft. Also hier wirklich ein Augenmerk darauf legen. Fragen Sie sich, wo sind meine Risiken? Und dann dürfen Sie auch den Artikel 17 TVTG nicht vergessen. Der gibt spezifische Vorschriften für Einzel-VT-Dienstleister zusätzlich zum klassischen Risikomanagement und ICATS vor. Zum Beispiel muss ein Token-Emittent sicherstellen oder planen, was er tut, wenn technische Probleme während der Emission auftreten. Also ein Business Continuity Management Poly. Ja. Danke. Das war es auch schon. War ich zu früh, zu spät? On time? Fragen können Sie immer an finti@fmarvin.at stellen. Wir werden dann, wenn es nötig ist, eben die Aufsichtsbereiche involvieren. Manche sagen, dürfen wir auch selber beantworten. Ja. Danke. We are going to pass right now to the panel of discussion, and then for this I require the presence first of our moderator, Philip Yücher. Philip, please come to the stage because moderation of the first panel. Philip is the founder by Blockchain Bureau. Okay. Then we have three legal experts, and we are quite proud to have them here because we expect a good debate and discussion. Thomas Nagy, please. Thomas. Mr. Ralph Wanger. Ralph, PWP attorneys at law, and Matthias Niedermüller from Niedermüller attorneys. Ja, vielen Dank. Auch herzlich willkommen nochmals in den CiviLabs Vaduz. Wir machen eine kurze Diskussion zum interessanten Vortrag, den Dorothea gehalten hat. Wir haben uns sehr gefreut über die Einsichten. Mit bei uns sind Partner von den CiviLabs Vaduz. Das ist Thomas Nagy, Ralf Wanger und Matthias Niedermüller. Matthias Niedermüller, Founding Partner bei Niedermüller. 2017, glaube ich. Es kümmert sich um Asset Recovery, Mitigation, Blockchain auch natürlich. Ihm ist es vor kurzem gelungen, die erste MTF-Lizenz für Blockchain-based MTF zu beantragen. Da können wir nachher darüber kurz sprechen. Dann Ralf Wanger. Er ist Partner bei der größten Anstalt bei der größten Rechtskanzlei in Liechtenstein. Sie kümmern sich ebenfalls um Blockchain-Themen, bieten auch ganzheitlichen Service an für ihre Kunden, ganzheitliche Betreuung. Ralf unterrichtet auch an der Universität Liechtenstein oder in Luzern für Blockchain-basierte Themen in Verknüpfung mit Gesetzen. Und dann Thomas Nägele. Thomas war in der Gruppe, die das Blockchain-Gesetz geschrieben haben. Er war ein Mitglied, er ist daher sehr gut geeignet, heute diese Einsicht zu geben und kennt wirklich jedes Detail des Gesetzes.
bei Nägele Rechtsanwälte gegründet 2015. Und sie haben sich neben IT-Themen darauf spezialisiert, in den Themen Blockchain, wo sie auch die Projektleitung übernehmen und Projekte auch ganzheitlich betreiben. Ich möchte gleich beginnen. Dorothea, wir haben heute zum ersten Mal Zahlen gesehen, das war interessant, die waren ja nicht öffentlich gesetzt. Was auffällt, ist, dass von den Anträgen oder zu den Anträgen zu den bewilligten Rollen, da gibt es eine große Diskrepanz. Es gibt also nur die Bank Frick, die jetzt die Rollen zugesprochen bekommen hat. Wo liegt da das Problem oder weshalb haben die anderen noch keine Rollen bekommen? Es liegt daran, dass die anderen Anträge noch nicht vollständig sind. Das heißt, immer noch Unterlagen fehlen. Seien es jetzt Fit- und Proper-Unterlagen, seien es Strafregisterauszüge, die offensichtlich aufgrund von Corona nicht immer eingeholt werden können. Das sind die Aussagen, die wir erhalten. Es geht dann weiter zu Weisungen, die fehlen, also interne Richtlinien, die nicht vorhanden sind. Und es geht auch bis zu dem Punkt, dass das Geschäftsmodell nicht ganz klar ist. Ja. Also da kann man sagen, es liegt dann an unvollständigen oder an langsamen Einreichungsprozessen im Handel. Interessant. Wir haben vorher kurz über die Bedingungen gesprochen, die zum Teil gestellt werden an die Firmen. Und da sind wir wieder ein Thema, die SPG-Compliance und vor allem die damit verbundenen Kosten auch. Ich habe herausgehört, Matthias, du hast eine Meinung dazu. Ja, durchaus eine Meinung zu einigen Themen. Ich glaube, es ist generell so, dass jetzt in der derzeitigen Konzeption eher die einfacheren und kleineren Projekte recht benachteiligt werden, weil die Kosten zwar recht hoch sind, sei es mit der Registrierung und aber auch natürlich mit den ganzen Sorgfaltspflichtthemen. Natürlich ist es auch wichtig, das ganze Money Laundering Prevention. Aber ich glaube, da gibt es noch einiges zum Nachschärfen, damit man das attraktiver machen kann. Aber es sind viele Bereiche. Es ist jetzt nicht nur der Bereich SPG, es ist jetzt nur ein isolierter Bereich, wo man sich auch nachschärfen kann. Mhm. Nachschärfen war das Thema. Thomas, vielleicht kannst du was dazu sagen. Wie ist das Gesetz, wie wir das heute haben? Das ist ja offenbar schon ein ziemlich guter Wurf dafür, dass es der erste Wurf ist. Das nachgeschärft werden muss, war wohl vorauszusehen, aber das ist glaube ich bei jedem, ich weiß nicht, bei vielen Gesetzen der Fall, kannst du dazu etwas sagen? Ich glaube, Liechtenstein hat eigentlich keine lange Tradition, jetzt mal aus der Ausnahme gesehen von eigenen Gesetzen, das heißt von dem her ist es natürlich schon etwas Spezielles, wenn Liechtenstein mal in einem Bereich ein eigenes Gesetz schreibt, wo sonst nicht viel vorhanden ist. Wir sind uns eher gewöhnt, ins Ausland zu schauen, was andere machen und dann das in Liechtenstein umzusetzen. Und es war von Anfang an klar, das ist dem Umstand geschuldet natürlich, dass jedes Gesetz natürlich ausgelegt werden muss dann in der Praxis. Das war auch hier vorhersehbar. Wir haben schon öfters Diskussionen gehabt, auch mit dem Regulator, wie der Regulator das Ganze jetzt lebt. Es ist für mich, du hast es vorher erwähnt, ich durfte Mitglied dieser Arbeitsgruppe sein, natürlich dann ab und zu auch spannend zu sehen, wie das dann jetzt in der Praxis gelebt und umgesetzt wird. Und demzufolge, aber davon lebt ja auch die Juristerei und die Anwälte sollen auch etwas zu tun haben, dass sich dann die ein oder andere Rechtsansicht dann schlussendlich durchsetzt. Aber das ist klar. Und dass das nicht der Entwurf ist oder dass das nicht das Gesetz ist, das wir vielleicht in 10 oder 15 Jahren noch so sehen, ich glaube, davon darf man ausgehen, dass das Anpassungen oder Anpassungsbedarf hat, aber das ist auch ein Prozess und ich glaube, da kommt jetzt Liechtenstein wieder ins Spiel. Es ist ein Thema, schnell zu sein mit Regulierung, einen Trend aufzugreifen und zu schauen, wie kann man das standardattraktiv umsetzen, aber das andere ist da auch am Ball zu bleiben und zu schauen, jetzt das zu leben, in die Praxis umzusetzen, hier die Unternehmen auch zu unterstützen, dass diese Rollen wirklich gelebt werden und dann aus diesen Erfahrungen heraus dann eben, falls es Anpassungsbedarf gibt, auch schnellstmöglich anzupassen. Und da sind wir dann wieder gefragt, dass es dann auch entsprechend nachgeschärft wird.
Könntest du das unterschreiben, Ralf? Dass du, also hast du dieselbe Rückmeldung aus dem Markt, was die Kosten für die SPG-Compliance anbelangt? Und gibt es vielleicht andere Punkte, die du anführen möchtest, die jetzt besondere Challenges sind im Markt? Ich glaube schon. Ich glaube, genau das ist der Challenge, dass wir eigentlich alle wahnsinnig motiviert waren, eine unheimliche Freude hatten, an diesem Prozess mitzuwirken, bis das Gesetz kommt, zu zeigen, dass wir kryptofreundlich sind. Und dann so ernüchternd festzustellen, dass das Ganze nicht genutzt wird, in Anführungszeichen. Also wir, glaube ich, wir haben alle Wetten abgeschlossen, wie viele Leute werden sich, auch der Regulator hat das gemacht, wie viele werden sich registrieren lassen. Und ich glaube, wir wären alle enttäuscht gewesen, wenn wir gewusst hätten, dass es so wenige sind. Und jetzt müssen wir, glaube ich, das ist wahnsinnig wichtig, alle uns fragen, warum das passiert ist. Also ich will eigentlich immer positiv sein, aber ich möchte jetzt einfach das hervornehmen und positiv daraus einen guten Schluss ziehen. Ich glaube, es gibt ein Grundsatzproblem. Und da muss ich eine kleine Kritik anbringen an die sehr gute Arbeit der FMA, weil wenn sie natürlich immer sagt, wir sind Single Point of Contact, ist genau das Problem. Also wir stellen fest, dass Leute sich bei uns erkundigen, ein Gespräch, das ohnehin gratis ist, und dann zur FMA gehen und sich registrieren lassen bzw. einreichen und sich dort korrigieren lassen und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, es wäre zielführender, wenn wir schauen würden, dass die 8, die jetzt die wenigen, die Anträge stellen, das richtig einreichen. Wie kann man das erreichen? Ganz einfach. Die FMA müsste vielleicht, aber das ist jetzt nur, weil ich das jetzt so festgestellt habe, müsste vielleicht die Beraterschulen denen einbläuen, was es wirklich aus ihrer Sicht braucht, was ist korrekt, wie muss eine Weisung ausschauen, dass sie gut ist. Und dann würde man das den Finanzmarktteilnehmern so mitgeben oder den TVTG-Dienstleistern und schauen, dass das Ganze richtig eingereicht wird. Und dann hätten sie weniger Arbeit, das, was kommt, ist besser, ist richtiger und man könnte schneller das Ganze eintragen. Und ich glaube, da sollten wir daran arbeiten. Wir würden sehr gerne daran arbeiten, aber ich bekomme keine Anfragen. Also was soll ich denn? Das ist das Problem. Und also ich bekomme schon, aber im Vergleich ist es wenig, 2, 3. Aber ich glaube, wir hätten es in der Hand, denen das richtig beizubringen, aber die FMA müsste mit uns besser vielleicht zusammenarbeiten. Wie sieht das aus, Dorothee? Aber Entschuldigung, das ist ja eine Kritik an der sehr netten und guten und positiven liechtensteinischen Art. Kommt zu uns, wir erklären euch alles, wir machen euch alles. Das ist dann der Nachteil, dass sie dann natürlich überrannt werden und jedem Einzelnen erklären müssen. Sie sollten eigentlich eher die Intermediäre schulen und die würden es dann besser verteilen, glaube ich. Ich glaube, das sollte man sich überlegen, um eben bessere Qualität bei den eingereichten Anmeldungen zu erreichen. Mhm. Gibt es da eine Aussicht auf Richtlinien oder so? Also du meinst jetzt, Ralf, die Intermediäre, also die Anwälte schulen oder die... Die Berater, wer auch immer das ist, die Anwälte vielleicht, um denen zu sagen, so muss das ausschauen und den Leuten, die anrufen, sagen, nehmt einen Anwalt, damit die zu denen gehen, die ihr geschult habt, damit dann die Anträge so kommen, wie ihr sie möchtet. Also wir können ja niemanden zwingen, sich einen Anwalt zu nehmen. Nein, nein. Oder ihr das Recht, direkt mit uns Kontakt aufzunehmen, oder? Wir sehen schon, dass die meisten Anträge ohne Anwalt gestellt werden. Wir sehen auch, dass die Qualität dann schlechter ist, oder? Weil ihr habt ja auch Erfahrung in dem Bereich. Was wir jetzt in Planung haben, ist eben, zu veröffentlichen, wie wir uns diese Weisungen wünschen. Also in Form einer Guidance, aber das ist dann wieder eine Guidance an den Markt und nicht an die Anwälte. Oder? Ich glaube, man müsste es anders machen, ganz ehrlich. Ich glaube, das müsst ihr euch überlegen, also, ob ihr da nicht einen Mehrwert hättet, nicht den Kunden, den Anwälten zu zwingen, den Anmelder, sondern ihm einfach sagen, hör zu, geh, man muss ja nicht irgendeinen bestimmten empfehlen, aber sagen, geh zu einem Anwalt, der in diesem Bereich tätig ist, die haben wir geschult, die wissen, wie es geht, du bist schneller und es kostet vielleicht am Ende sogar weniger, weil die eigene Manpower kostet ja auch etwas, um immer wieder nachzufragen, immer wieder Dinge zu verbessern. Das ist eben, also du hast das jetzt angesprochen, die Kostenfrage, oder? Also jetzt echt sind sie beim SPG, dann sollen sie die Anwälte noch zahlen. Ja. Und was ich so mitbekomme, ist, dass eben die Fintechs lieber nicht zahlen.
Vielleicht eine kurze Frage zum Ächzen beim SPG. Kann man das in irgendeiner Zahl ausdrücken? Was bedeutet Kosten? Also, ich glaube, das ist nicht wirklich nur das einzige Thema, weil man die Anwälte schulen muss, wie man Weisungen macht. Weiß jetzt nicht. Aber nein, wie es die F immer gerne möchte. Ja, aber da kann man einmal einen Standard machen, das sollte nicht so schwer sein. Ja, das ist aber den gibt es noch nicht. Das wäre echt einfach. Aber was jetzt Kosten anbelangt, glaube ich, effektiv die Kosten sind, es kommt darauf an, was für Dienstleistung man macht. Wenn man jetzt eine Emission macht, dort wird es wirklich interessant, wenn ich dann 15.000, 20.000 pro mitmachen habe und die muss ich alle durchprüfen, das ist dann ein Riesenbatzen. Und wenn ich jetzt schaue, dass ich unter der Registrierungsschwelle bleibe, was auch eigentlich das ist, was viele anstreben, weil eben die Registrierung doch recht aufwendig ist und kostenintensiv, gerade bei einmal Emission ist das nicht adäquat der Aufwand im Verhältnis zu dem, was man wir muss. Wir reden dann von der Emissionsvolumen im laufenden Betrieb. Das heißt, jeder Investor, der reinkommt. Nein, nur für die Emission. Okay. Nur für die Emission, und wenn ich unter dieser Schwelle bleibe, da ist man dann schon mit dem großen Anzahl von Kunden ist, da kommt man auf 200.000 oder aufwärts. Aber wenn ich es richtig verstehe, so weit sind die Projekte ja noch gar nicht. Doch, da haben wir also auch solche. Also die halt unter der Registrierungspflicht laufen, oder? Das ist ja auch genau. Aber in den Anträgen, die anderen, die waren dann nicht so weit. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, und ich habe die Zahlen das erste Mal abgesehen, danke, sehr, sehr geschätzt, die Offenheit. Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, so viele kommen ja gar nicht auf euch zu, dass man es jetzt aufteilen müsste auf viele Anwälte oder viele Berater. Wir haben eigentlich eine Grundherausforderung, es sind super wenige Anträge im Verhältnis. Ich glaube, alle haben das auch. Aber die wollen wir doch gleich und schnell. Ja, also die Frage ist ja, wie kriegen wir mehr hin? Also vielleicht ganz kurz, also ich kann das nicht bestätigen, leider, wir haben zu viel zu tun mit Registrierungsanträgen, aber das ist auch die letzten 8 Wochen passiert, weil nochmal diese Mails raus sind und offensichtlich die genannten Zahlen, die da ist wahrscheinlich der ein oder andere darunter, der schon mit uns Kontakt hatte. Ich habe mich extra auch in Vorbereitung des heutigen Abends nochmal mit meinem Team unterhalten und da gab es auch Stimmen, die gesagt haben, die Kunden regelmäßig sind überfordert mit ECAS und Compliance, ja, richtig. Aber eigentlich, zumindest die bei uns sind, sagen, bitte helft mir mit dem ECAS, das geht eigentlich gar so weit, dass die uns fragen, wir sollen denen bitte die technische Beschreibung machen, was wir natürlich nicht können. ECAS für internes Kontrollsystem. Ja, genau, aber da geht es dann so weit, oder, dass wir dann auch jetzt vielleicht das ein bisschen konkreter zu machen, oder? Und das ist, glaube ich, ein Prozess, den wir jetzt halt alle miteinander gehen, der Regulator und die Berater auf deiner Seite, aber da werden dann Sachen auf einmal gefordert, wie dass man Kopien von Blockchains vorhalten muss oder Compliance-Daten in Liechtenstein speichern muss, was auch richtig ist, oder? Und da gelang es uns bis jetzt immer, gute Lösungen zu finden, aber das hat man schon das ein oder andere Mal zu Schnappatmung geführt, nicht nur bei den Beratern, auch bei den Kunden vor allem. Und ich glaube, das ist einfach ein Prozess, der jetzt halt schwierig ist, oder? Aber wir haben es, also wir könnten momentan nicht mehr Registrierungsanträge umsetzen, das heißt, wir sind eh schon überfordert, aber es könnte mehr sein, da gebe ich dir auch recht, oder? Wenn man den Standard anschaut. Ich glaube, was halt wichtig ist, und das vielleicht auch ein Appell jetzt an den Regulator, wenn das an dieser Stelle für mich erlaubt ist, oder? Wenn wir Auslegungsfragen haben, wie beispielsweise, jetzt du hast vorher gesagt, fit and proper. Ich meine, es steht im Bericht und Antrag an einer Stelle drin, oder? Bitte, das war ja eine Frage und eine Stellungnahme der FMA, soll das denn fit and proper sein? Also das Level der Prüfung, der Shareholder und das Management, soll das Level von Finanzmarktrecht fit and proper sein? Und da gibt es eine Antwort im Bericht und Antrag, die eben heißt, nein, soll es eben nicht. Und die FMA lebt das jetzt so, dass es genau dieses Level ist. Und das führt halt natürlich zu viel Fragen, zu viel Rückfragen. Das ist ganz ein anderes Level, was eigentlich vorgesehen war. Da mein Appell, vielleicht, wir müssen uns das Leben nicht schwieriger machen, das ist einfach nur der Wunsch aus Sicht des Standortes, oder, dass wir uns das Leben nicht schwerer machen, wie wir es müssen. Aber ihr habt eine Rechtsansicht, die ihr irgendwie dazu gekommen seid. Wir vertreten da eine andere Position, aber ja, wir werden sehen, wie das dann halt weitergeht. Es ist schwierig jetzt, weil wir haben keine Zeit, oder? Also, ich kann dir dann, wir gehen ja Mittagessen, oder? Also vielleicht in unserem Interesse, oder als CB Labs jetzt, ist es ja, dass wir möglichst viele Fälle haben, die erfolgreich durchgehen. Und ich glaube, wenn man Fälle hat, die erfolgreich durchgehen, dann kann man auch etwas kommunizieren und man kann weitere Fälle anziehen.
Gratulation zu den Bankrick-Kollegen. Ich wusste das nicht, dass das die einzigen sind, die bis jetzt gut sind. Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist die Meldung dieser einen Exchange, die durch ist. Ja, die ist bewilligt. Die ist bewilligt, aber nicht. Das ist nur Bankengesetz bewilligt. Das ist nur Bankengesetz, aber gemäß der Vorgabe müsste das jetzt hier auch nochmal durch. Natürlich, aber die hatte noch Zeit dazu. Okay. Ist das jetzt schon gebilligt oder immer noch conditional? Die hat Bewilligung. Aber ist sie unter Auflagen oder ist sie ohne Auflagen? Sie hat eine Bewilligung. Wer kann nicht sagen, dass er Bewilligung hat und dass er jetzt dabei ist, den Launch vorzubereiten. Mhm. Und das wahrscheinlich Anfang Januar sein wird, dass er dann in Betrieb aufnimmt. Was übrigens das erste Mal wäre, im Rahmen der Europäischen Wirtschaftsunion, und das ist bitte was Großes, dass wir einen Sekundärmarkt für Security-Token haben, ja, also tokenisierte Finanzinstrumente und nicht wie beispielsweise die Börse Stuttgart, die einen MTF betreibt für Bitcoin, sondern das wirklich für tokenisierte Finanzinstrumente, ja, also das erste Mal in Europa. Und da auch ein großes Kompliment, bitte lass mich das noch sagen, bei allen Wünschen, die wir an die FMA richten, das war nicht nur das erste Mal, dass sie einen MTF hier bewilligt haben, sie waren auch die Ersten, die einen, die, die Fondsanteile von einem AIF erlaubt haben und die Ersten, die einen Wertpapierprospekt für ein Security Token Offering im Rahmen der EWR. Also der Mut war da, bitte macht es so weiter. Das ist tatsächlich das A und O natürlich. Es nützt den ganzen Emissionen relativ wenig, wenn wir den Sekundärmarkt haben. Und natürlich muss da auch das Ganze natürlich technologieadäquat auch genutzt werden können, weil ein regulärer MTF, das wird nicht die Zukunft sein, sondern die Zukunft wird sein, dass man halt technologisch anders fährt. Und da wird man auch Lösungen haben. Und ja, das Team, das da dran ist, das ist die Erwartungshaltung groß und ich denke auch. Also das Team von vorhin oder von uns? Nein, von euch natürlich und auch von der MTF, die ist die Erwartungshaltung groß, dass die auch entsprechend abliefern und dass das entsprechend funktioniert. Und ja, also sind wir zuversichtlich, was das anbelangt. Ja. Das ist ein sehr interessantes Thema und zufällig, also da kommen wir natürlich nicht zufällig drauf. Für die mehr wissen wollen, Thomas hat gerade seine Masterarbeit dazu veröffentlicht. Auf Medium ein lockerer 103 Minuten Read und für die, die oft auf Medium sind, die wissen ja, dass es völlig untertrieben ist. Zur Notwendigkeit von EU oder von Regulierung auf EU-Ebene für Sekundärmarkt für Security Token, wenn ich das richtig gesagt habe. Gibt es da eine Conclusion draus? Oder? Eigentlich kann ich anschließen an das, was Matthias gesagt hat. Ich habe mir die Mühe gemacht, immer das mal anzuschauen und die bestehende Finanzmarktregulierung im Bereich von Finanzinstrumenten anzusehen und habe gesagt, was würde das bedeuten, wenn wir eben jetzt sowas anbieten möchten für tokenisierte Finanzinstrumente, also Security Token. Habe den Ist-Stand also erhoben, habe dann versucht zu schauen, passt dann eh alles oder haben wir Probleme? Und natürlich haben wir große Probleme, das ist auch einer der Gründe, wieso das so schwierig ist und auch so schwierig wird in Zukunft. Es wird auf alle Betreiber solcher Plattformen für Equity ab 2023 eine Einbuchungspflicht im Effektengiro kommen. Das jetzt ganz einfach führt das Ganze halt absurd und ich versuche es ganz kurz zu erklären. Das heißt, wir haben den Zentralverwahrer und das Schöne an der tokenisierten Welt ist ja, dass wir alles dezentral betreiben. Aber das heißt dann, dass wir jede Aktie, die tokenisiert ist, bei diesem Zentralverwahrer, der muss dann das Register führen. Und das passt einfach nicht zusammen. So war das nicht gedacht. Ja, das führt das Ganze ein wenig absurd. Nicht von der Blockchain. Nicht von der Blockchain. Und darum habe ich, das soll ja auch die Möglichkeit sein, im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit eine These aufzustellen. Und ich habe eine These aufgestellt, wie wir den Sekundärmarkt neu organisieren könnten, was die Rollen neu sein könnten, auch des Zentralverwahrers. Und habe das für die auf europäischer Ebene gemacht und habe den zur Diskussion gestellt. Ich bin offen für Kritik, Feedback. Ich glaube, die Diskussion soll angeregt sein und wir sollen darüber sprechen. Das ist sie auch natürlich, also das sehen wir. Nur die Frage ist, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Und ich hoffe, dass man da auch einen offenen Zugang hat. Das würde mich fast freuen. Jeder, der Kommentare dazu hat, sehr gerne. Bei Medium gibt es auch Kommentarfunktionen. Ihr könnt auch alles sagen, was ich nicht richtig verstanden habe. Bin froh um Feedback. Mhm. Ralf, hast du die Masterarbeit? Ich habe keine Masterarbeit geschrieben zu diesem Thema. Nein, ich habe sie noch nicht gelesen. Nein. Und hast du eine Meinung zu Regulierung? Zu seiner Masterarbeit? Die du nicht gelesen hast. Es
ist wahnsinnig schwierig. Eben, wie gesagt, das Problem ist ja immer, die reale Welt jetzt in die digitale zu transportieren. Und wie es Thomas gesagt hat, man muss alles durchdenken und sich überlegen, was das bedeutet. Und ich werde es mit Interesse lesen und dann mal schauen, ja, meine Meinung. Ja. Wie ist das da, oder hast du da vielleicht Einsicht, was die Kollegen bei der SPD so machen? Zum Beispiel, was genau dieses Thema anbelangt. Müssten denn die Daten jetzt tatsächlich in Liechtenstein gespeichert sein, weil dann ist es ja genau genommen keine Blockchain mehr, um da die Compliance zu erfüllen? Ich weiß jetzt nicht, was da 100% der Stand ist im Bereich AFI. Vor Blockchain war meine Meinung immer, dass die Daten gespiegelt werden müssen in Liechtenstein. Oder? Das heißt, der Server kann auch im Ausland stehen, aber sie müssen jederzeit in Liechtenstein abrufbar sein. Hintergrund ist, dass die Strafverfolgungsbehörden jederzeit Zugriff haben müssen auf Daten, die sie brauchen, und nicht erst ein Rechtshilfeverfahren starten müssen, um diese erhalten zu können, oder? Und das werden die Betreiber hoffentlich machen, weil das bedeutet ja im technischen Sinn, dass die ein Fullload betreiben, das dann die Daten verifiziert. Und das sollte ja im Interesse des Antragstellers sein, dass er eines seiner Nodes selber betreibt und das dann in diesem Fall in Liechtenstein betreibt. Auch keinen Full Note, es geht um die Compliance-Daten, also wenn Sie das richtig verstehen, geht es hauptsächlich um Passkopien, Onboarding-Unterlagen, Identifizierung. Ich glaube, dir geht es auch um die Transaktionsüberwachung, oder? Ja. Dass man diese auch verifiziert, oder? Und nicht nur sich auf Drittdaten verlässt. Den ersten Schritt, sondern alle Schritte. Ja, inwiefern ist das denn gefordert? Ist da das Gesetz der Blockchain stärker als das Blockchain-Gesetz? Weil da wird ja wirklich gefordert, dass alle Daten verifiziert werden. Und muss das jetzt für Transaktionsdaten auch aus Sicht der Rechtsanwalt passen? Oder vielleicht weiß es jemand. Ich habe eine Frage an dich als Techniker. Ist das denn überhaupt möglich, für alle Token, die man dann hier so in Liechtenstein Umgang findet, entweder einen Fullnode zu betreiben oder eine Kopie zu ziehen jeden Monat? Ja, das kommt daran. und das ist eine sehr gute Frage. Da kommen wir nämlich zur Frage, worauf denn diese ganzen Instrumente aufgebaut sind, welche Plattformen nutzen sie. Wenn das Ethereum ist beispielsweise, kann man sagen, ein Full Archive Node kann man fast nicht mehr betreiben. Und die werden auch ziemlich zentralisiert, nicht in Liechtenstein betrieben. Und da würde es aber jetzt reichen, wenn wir ein Regular Node haben, das einfach auffolgt mit allen Transaktionen und dann von diesem Zeitpunkt an weiter verifiziert. Und da kommen wir sicher zu einem Punkt, der sehr aus einer technischen Sicht sehr diskussionswürdig ist, wie die Zukunft denn aussieht. Was passiert denn, wenn es noch schwieriger wird, diese Archive-Nodes zu betreiben? Was passiert, wenn Ethereum 2.0 nicht Realität wird? Das wird immer wieder rausgeschoben im Moment. Das wäre dann eine ganz andere Diskussion in einer anderen Runde auch. Aber also wahnsinnig diskussionswürdig und natürlich relevant, weil wahrscheinlich bauen viele der Antragsteller auf die Ethereum-Plattform auf im Moment. Und wenn es da Schwierigkeiten gibt oder vielleicht schon vorher, wenn es Zweifel gibt, dann wird es natürlich schwierig. Eigentlich sind wir genauso gestartet, oder man hatte gesagt, es ist etwas Neues passiert, es gibt Technologie, die trustless funktionieren kann. Und wo können wir nun unsere Prozesse, die momentan streng reguliert sind, durch Technologie dieses Vertrauen ersetzen? Und eigentlich ist das ja so, dass über der ganzen Idee steht, das war ja der Zugang zu sagen, wo brauchen wir keinen Intermediär mehr, oder? Also das Gesetz ist natürlich darauf vorbereitet. Die Frage ist ja, ob der Markt darauf vorbereitet ist, ob es dann eine ist der Ansatz nicht der, dass wir überlegt haben, wie können wir die neue Welt mit der alten in Verbindung bringen. Wir haben es versucht, haben die neue abgebildet, aber so, damit sie mit der alten zusammenpasst, indem wir das SPG darauf angewendet haben. Jetzt merken wir aber, wir bekommen trotzdem Probleme, weil es Schnittstellen gibt, wo es nicht mehr so klappt, wo eigentlich die digitale Welt keinen Spaß mehr macht, wenn man die alte Welt anwendet. Und sind wir ehrlich, warten wir da nicht auf internationale Tendenzen und sind uns da ein bisschen die Hände gebunden und sagen wir, ja gut, wenn in Europa sich was tut und uns da jemand sagt, da dürft ihr jetzt, der Technik wegen. Das ist ein guter Punkt, dann haben wir vielleicht genau das, liegt ein Weiß da einen Schritt voraus und sollten doch bleiben und sollte eher
auf europäischer Ebene auch arbeiten und das auch die entsprechenden Ideen versuchen durchzusetzen, gerade im Bereich Technologieneutralität für Sekundärmarkt und so weiter. Das sollte man auch dort wirklich hinbringen, bevor andere Behörden auf andere Ideen kommen, die nicht so marktfreundlich sind. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die eher eine Rolle der FMA wäre. Wir können es kaum, sondern dass ihr mit den Partnerbehörden da mal in Austausch seid und vielleicht auch ein bisschen Verständnis und Kenntnis weg, weil ich gehe nicht davon aus, dass Behörden in anderen Ländern, wie in Deutschland, dass die den Informations- und Kenntnisstand haben wie bei uns. Also soweit ich weiß, macht diese Lobbying-Arbeit auch die Stammstelle Finanzinnovation, oder? Thomas Dünser? Oder? Mhm. Eine seiner Hauptaufgaben, soweit ich verstanden habe. Reißt jedenfalls viel. Ja, aber das ist Regierungsebene. Aber auf FMA-Ebene ist natürlich von auf Augenhöhe, weil man ja mit denen sonst noch korrespondiert, dass man bei denen Verständnis deckt und denen auch erklärt, wie das funktioniert, weil ich kann mir gut vorstellen, dass da einige, ich höre es auch immer wieder aus anderen Behörden, gerade BaFin, dass da ganz wenig Verständnis besteht und ganz absurde Ansichten bestehen diesbezüglich. Also wir haben regelmäßig Austausch mit internationalen und europäischen Aufsichtsbehörden. Wir nehmen an verschiedenen Foren teil, oder? Aber der Prozess ist halt auch langwierig, oder? Das heißt, wenn der angestoßen wird, bis dann ein Gesetz oder eine europäische Vorlage existiert, geht es ewig. Ist auch viel Arbeit sicher. Ja, und wenn wir hier für uns wieder eine Sonderregelung schaffen, dann gilt die wieder nur für Liechtenstein und kann wieder nicht ins Ausland transportiert werden, oder? Also wir sind so lange. Wir haben jetzt einmal ein junges Finanzmarktteam und dann haben wir ganz alte Finanzmarktteams in anderen Ländern, die halt da eher schon. Nein, aber ich glaube, wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Das Problem, das die FMA da hat, dass irgendwann einmal einfach die Technik Dinge verlangt, die eigentlich nicht erlaubt sind. Also mit anderen Worten, zum Beispiel, man hat sich ja da auch beim E-Geld gefragt, ja, kann das auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden ohne Whitelisting, also ohne dass man immer genau weiß, wer Inhaber ist, etwas, was beim normalen, traditionellen E-Geld-Institut, was sich dort nicht stellt, weil es ja zentral herausgegeben wird und überwacht wird und in der dezentralen Welt steht sie dort. Und da hat man genau dieses Problem, dass man sich sagt, ja, was macht man jetzt da? Und da zu erwarten, dass Liechtenstein quasi die Vorreiter sind bei so etwas, das kann natürlich auch gefährlich sein. Also ich verstehe das, dass man auf der einen Seite zwar innovativ ist bei der digitalen Geschichte, aber dort, wo man dann diesen Schritt noch wagen muss, etwas zu machen, was eigentlich klar, also nein, was eine Verletzung sein könnte, des Kapitalanträges. Es geht nicht um die Idee, ob man das bewilligt, aber dann wäre es super, man würde auch mal ein positives Feedback von Europa bekommen. Das würde uns dann Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber wenn wir von der Stabsstelle für Finanzplatzinnovationen sprechen, am Donnerstag kommt der Dr. Joachim Schwerin von der Europäischen Kommission in den Technopark, Liechtenstein, ich hoffe, das ist genehm, und hält einen Vortrag. Und wenn wir schon solche Personen, der übrigens das Liechtensteinische Blockchain-Gesetz unter anderem sehr gut kennt, und genau für Digitalisierung im Bereich DigiGrow bei der Europäischen Kommission ist, wenn man da so einen Zugang hat in Liechtenstein, dann würde mich freuen, wenn wir da hoffentlich diese Maximalteilnehmerzahl erreichen und der Rest dann über Video dazugeht und da Fragen stellt, weil es gibt keinen besseren Ansprechpartner, der Liechtenstein kennt, unser Gesetz kennt und unsere Anliegen transportieren kann, wie der Herr Schwerin. Also kommt am Donnerstag bitte auch in den Technopark. Definitiv eine gute Idee. Gut, vielen Dank soweit. Ich glaube, wir machen gleich noch ein paar Fragen aus dem Publikum. Wir beschließen auch die Runde. Ein Punkt, der wichtig scheint, ist gerade jetzt, weil ich gesagt habe, die unteren Bereiche. Es gibt eine recht starke Divergenz zwischen Finanzmarktrechtlich, also Security Token Emissionen und Emissionen, die keine Finanzinstrumente betreffen. Und da sollte man sich ja auch überlegen, gerade im Bereich Prospektverordnung gibt es mehr Ausnahmen, mehr Erleichterungen, höhere Schwellen. Eigenemission ist komplett ausgenommen. Das sind Punkte, die haben wir jetzt nicht. Jetzt, wenn wir eine Eigenemission machen, die ist Blockchain-basiert, dann bin ich voll drinnen im Ganzen oder aber eine niedrige Schwelle. Und das ist halt auch etwas, was das Ganze schon ein bisschen abschreckend macht. Und wenn man jetzt als Berater ordnungsgemäß berät, dann muss ich einfach sagen, ja, mach schon Bond. Gib einen Bond raus, traditionell, konventionell, weil du einfacher fährst, hast viel weniger Kosten, viel weniger Aufwand und das sind dann substanzielle Unterschiede, die wir da haben.
Und daran muss man definitiv arbeiten, weil es macht es unattraktiv, auf dieser Blockchain-Basis zu machen, sondern dann wird es wieder ins konventionelle Finanzmarkt gehen. Und dann gibt es aber ganz wenig Gründe, warum ich es hier machen soll, dann kann ich es gleich in anderen Ländern. Also der Gesetzgeber machen oder nicht BFI? Das ist richtig, aber es ist ja ein wesentlicher Punkt, der bei allen zirkulieren sollte, und das ist ja auch definitiv ein wichtiger Punkt. Sonst habe ich da einfach im Vergleich einfach einen Wettbewerbsnachteil. Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Thomas, kannst du vielleicht kurz sagen, können wir zum Schluss einen Blick in die Zukunft werfen? Wie sieht der Prozess aus, wie wir Anpassungen machen wollen? Also ich glaube, da gibt es ja die diversen offenen Kanäle. Es gibt ja dieses Innovationslabor. Man kann der Stabstelle für Finanzplatzinnovationen E-Mails schreiben und da auch konkrete Vorschläge machen. Man kann das Gespräch suchen. Ich glaube, da ist Thomas Tünzer der richtige Ansprechpartner. Aber man kann das natürlich auch, ich weiß nicht, ob du sowas entgegen weiterleitest. Ich glaube, das Gute in Liechtenstein ist, dass man weiß, mit wem man sprechen muss. Ich will hier nicht mehr Arbeit machen, wie unbedingt notwendig. Aber ich glaube, diese Kanäle, die ihr bekannt sind, nutzen und ihnen diese Vorschläge auch machen. Das ist ja genau das Gute daran, dass wir eigentlich agil bleiben könnten. Wir wollen ja die Finanzmarktaufsicht überlassen, aber es ist halt der Hauptansprechpartner und Point of Contact, bei dem halt mit so Themen konfrontiert wird. Passt auch gut. Und ich glaube, ihr sammelt das auch dann gut ein und kriegt dann mehr Feedback. Und es ist schon gut, wenn ihr dann seht, okay, das ist tatsächlich ein Thema, auch in der Praxis, weil ihr da halt Praxis-Nächsten seid oder in dem Bereich. Gut, machen wir vielleicht noch zwei Fragen aus dem Buch. Ich glaube, Marlene ist schon geduldig. Ja, ich kann eigentlich nur anschließen wieder an Ralf oder die. Ich finde, also das Fit and Proper, dass man das, gerade wenn man EDV-technisch oder digital großzügiger sein möchte, ich glaube, ist der erste Check von Fit and Proper eben schon ganz wichtig für uns. Also, auch wenn der vielleicht ein bisschen schärfer von der FMA, vielleicht, dass wir es jetzt in einem Vernehmlassungsverfahren drin ist, aber ich finde, es ist für uns, für Wertestein und für das ganze Blockchain-Gesetz schon wichtig. Also, dass man es jetzt schneller loslegt? Ja, dass man, sorry, weil... Dass man genauer hinschaut. Man muss genau herschauen, weil nachher gibt man ja mehr Freiheit, und das ist ja genau der Sinn. Man schaut mal am Anfang neuer, und es... Wir wollen digital da öffnen, wir müssen es wirklich als im Wertestein sein können. Es ist nur eine Frage von Zeit, dann machen wir den ersten Schritt. Wir haben die ersten Schritte gemacht, was auch Onboarding-Prozesse und so weiter. Genau, das muss super auch automatisiert sein, genau. Viele Sachen auch, also genau. Natürlich danach, weil sonst ist es ja Emission nicht machbar. Genau. Das ist unmöglich. Genau. Das sind Tausende von Leuten, KYC, das geht zum Schluss. Das Problem ist, dass das halt nicht für alle Roulette ist. Oder? Man muss das auch schauen, ich meine, ob ein Token-Erzeuger. Da die Geschäftsführung fit and proper sein muss. Das müsste man halt vielleicht mal mehr differenzieren, welche Rolle. Die Frage auch, einmal Emission ist ja ganz was anderes, als wenn ich fortlaufend oder anders mache. Und dann ist die Frage, muss ich ein Leben lang SPG-pflichtig sein, nur weil ich einmal Emission gemacht habe? Also das kann es ja auch nicht sein, dass ich dann jahrzehntelang die Prüfung normal habe, wenn ich es einmal mache. Ja, aber das also, mache ich damit. Das muss man wirklich super arbeiten und dann hat. Ist es für alle. Ja. Aber das man so muss sehen, es super definieren. Haben wir sonst keine Frage aus dem Publikum? Ich glaube, wir wissen das. Richard, vielleicht schon. Also ich weiß das so als Zwischenling. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass wir hier für eine wahnsinnig offene Atmosphäre haben heute. Das ist selten der Fall, finde ich. Genau. Ich denke, wir müssen das Fenster öffnen. Wenn man schon so offen sind. Das wird unheimlich warm. Ja, okay. Das aus. Wir sind sogar so offen, dass wir das Fenster öffnen. Richtig. Meine Frage, ich möchte eigentlich gerne auf den Punkt von Ralf zurückkommen. Als sozusagen Betroffener ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich nicht Informatik und Bank verstehen müsste, sondern dass ich Jurist hätte werden müssen, um in der Token Economy überleben zu können. Das heißt, ich befasse mich eigentlich seit 3 Jahren mit Legal, mehr oder weniger. Und ich glaube, es gibt einen großen Disconnect zwischen dem Software-Entrepreneur, den wir im CVC suchen und möglichst viele davon gewinnen möchten, und der Bereitschaft, effektiv sich mit all diesen Themen auseinanderzusetzen. Weil mein Problem war viel einfacher. Ich muss schon zuerst lernen, wie ich den Anwalt richtig frage, wie ich an eine SPG-Geschichte rangehe. Die FMA hat so ein bisschen nachgebessert mit den Anhängen. Das ist jetzt eigentlich relativ klar mit Checklisten, was ich liefern muss.
Und das kann auch der Anwalt in dem Sinne nicht bieten, das ist Fleißarbeit bis zu einem gewissen Grad, bis auf den Inhalt der Dokumente. Meine Frage ist, gibt es irgendwelche Initiativen, weil das würde helfen, mehr Interessenten zu gewinnen, generell die Ausbildung, was ist notwendig, warum existiert das, wie macht man das, voranzutreiben, weil wenn ich dann mit den richtigen Fragen an den Anwalt gehen kann, ist auch die Kosten nicht mehr so ein Problem. Wenn ich aber sozusagen das Projekt von Grund auf aufarbeiten muss und selber lernen muss, wie ich es formuliere, dann verlieren beide Seiten relativ viel Zeit. Mhm. Und ich glaube, wir haben ein Lack of Know-how hier. Und Techniker sind keine Juristen. Ja. Ich finde es cool, dass ihr euch in die Technologie einarbeitet, aber ihr könnt trotzdem nicht den Mut des Entrepreneurs aufsetzen, der eine Idee hat. Also das ist die Frage, gibt es da Initiativen, um das Wissen breiter, zum Beispiel in einem CV oder CV Labs, dass ich, oder mit Videos oder was auch immer, dass ich schauen kann, was ist ein SPG, was ist der Zweck, was bedeutet das? Und dann kann ich mich vorbereiten, dann kann ich zum Anwalt gehen und dann nachher mit einer Business Quality zu erfüllen. Mhm. Und das würde auch viel Zeit sparen. Ja. Weiß jemand von einem Initiativen in diese Richtung? Also es gab schon öfters Initiativen in diese Richtung, wo man versucht hat, entweder eigene Videos zu produzieren, die recht aufwendig sind, aber auch die Idee, dass man Videos vorselektioniert und qualitativ hochwertige Videos heraussucht. Das ist jetzt im SPG-Bereich nicht möglich für Liechtenstein, das ist mir jetzt keinem bekannt. Und es gibt ja natürlich sehr viele Informationen, die öffentlich verfügbar sind, aber diese Single Source, wo man quasi alle Informationen gebündelt hat, das muss man sich auch vorstellen, das wäre ein Riesenprojekt, oder? Und die Frage ist halt, wie wollen wir das bewerkstelligen oder wie könnte das Liechtenstein bewerkstelligen? Aber es gab schon in diese Richtung Überlegungen, aber die sind sehr aufwendig. Also das ist keine einfache Geschichte. Ich glaube, die FMA, die ist schon dabei, immer etwa Dinge, die unklar sind, dann aufs Netz zu stellen, weil sie immer wieder gleichen Fragen bekommen. Ich glaube, da ist die FMA schon, aber muss ich einmal fragen, gibt es irgendetwas, was man machen könnte, um das zu verbessern? Und da gibt es, glaube ich, schon Dinge. Also an der Uni gibt es einen Lehrgang. Sollte man da Dozenten von der FMA, die den Studenten lernen, wie eine Eintragung geht? Nur das klingt jetzt komisch, aber warum soll das nicht dort gelehrt werden? Weil die sind ja nachher im Blockchain-Bereich tätig oder beraten. Wenn man da schon quasi an der Quelle, an der Wurzel beginnt, ich glaube, das ist jetzt mir wirklich wie Schuppen von den Haaren gefallen, dass man da Verbesserungsbedarf hat. Da müssen wir alle vielleicht daran arbeiten. Also die FMA sollte sich so etwas überlegen, wir sollten uns auch überlegen. Ich bin jetzt dabei, solche Informationsblätter zu gestalten. Wir mit unserem Team haben das die letzte Zeit auch entdeckt und werden das auch aufs Netz stellen. Und ich glaube, wir alle, der ganze Markt, wenn wir das wollen, wie Ralf das gesagt hat, dass sich mehr hier tut, dass schneller Leute hier registriert sind, da müssen wir alle zusammenhelfen. Ich habe auch von Erklärvideos gesprochen, weil Richard meinte ja wirklich ganz, ganz niederschwellig, für jeden einfach erklärt so ein Erklärvideo. Nein, nicht für jeden. Als Entrepreneur möchte ich nicht an die Uni gehen und 3 Monate studieren. Ich möchte in 2 Wochen an 3 Abenden die Grundlage verstehen. Und dann entscheide ich mich erst, ob ich an die Uni gehe oder ob ich zu euch komme oder was ich dann mache. Fürs Lernen. Es geht um Boost. Ich habe eine wunderbare Standortförderung. Die würden sicher solche Filme finanzieren. Gibt es eine Möglichkeit für so einen Chatbot? Die sind ja mittlerweile ziemlich gut, dass man dieses Wissen sammelt und dass das dann eben durch den Automaten geht. Es geht nicht nur um Boost, so die Essenz der Information. Damit ich mich ein Punkt ist wichtig, sicher nicht jedes Businessmodell gleich. Und da fängt die Krux an, das ist halt nicht so ganz einfach, die Juristerei. Das ist halt mal so grundsätzlich. Gut für euch. Nein, wir quälen uns durch, richtig, wir leiden. Nein, aber das ist ja das Problem, jedes Projekt ist da anders. Ich kann vielleicht ein Standardprojekt machen von einer Emission, aber das ist auch nicht immer gleich. Und das Businessmodell dahinter ist immer anders. Die FMA hat sicher schon sehr viel gute Arbeit geleistet, um die Sachen gut und einfach darzustellen, die halt repetitiv sind.
Aber die Aufgabe von einem Jurist ist ja gerade, wenn Sie kommen mit einer Idee, das sofort rauszufiltern und sagen, das, das und das brauchst du und das war's. Aber ich glaube, du meinst, dass man überhaupt Liechtenstein anschaut. Es gibt ja nicht nur Liechtenstein, es gibt andere Länder. Und wenn ich die nicht verstanden habe, geht es darum, dass jemand überhaupt konkret noch mal zu Liechtenstein kommt. Darum auf drei Anfänge Dinge. Sieht mal, Liechtenstein ist interessant. Ich schaue mir Liechtenstein an. Ich muss nicht auf Dubai gehen oder wo auch immer auf der Welt. Wir sind, wir haben ein Gesetz, aber es gibt andere interessante Länder also, auf der Welt genauso. Das sind Standard, die Standardreaktion. Aber das ist ja mehr Standardmarketing. Wo sind die Schwellen und bleibt drunter? Das ist mehr Standardmarketing. Ja. Gut, ich glaube, wir nehmen das dann ins Apéro noch, diese Frage ist nicht ausdiskutiert. Nein, das ist interessant. Und bitten uns noch Max. Ja, mich hätte noch interessiert, nochmal auf das TVTG zurückkommt. Ich habe dem auch entgegengefiebert und als es dann sozusagen die erste Vernehmlassung und so weiter, als die ersten Entwürfe publiziert wurden, hat es mich persönlich ein bisschen überrascht. Wir sprechen von der Blockchain-Technologie, wir sprechen von dem Potenzial der Desintermediation, aber das Blockchain-Gesetz sieht eigentlich genau diese Segregierung weiter vor. Und da hätte mich jetzt nochmal die Meinung der Rechtsexperten interessiert, wie die das sehen. Wer möchte? Ja, nein, ich habe es ja vorhin gesagt, wir haben das Problem, wir können ja nicht mit einem Gesetz alle anderen Gesetze über den Haufen werfen. Das heißt, wir müssen schauen, dass das in das Gefüge passt. Wir können zwar die digitale Welt abbilden, aber dürfen ja nicht irgendwelche Prinzipien des technologieneutralen Kapitalmarktrechts über den Haufen werfen. Das heißt, das muss irgendwie auch funktionieren. Da hat man schon ein enges Konzept und Kapitalmarktrecht, da kann man sich nicht so leicht bewegen. Also ich glaube, man hat es gut reingepasst und muss halt jetzt auch... Wir haben da zum Beispiel gesagt, das ist wirklich Thomas sein Steckenpferd, aber wir haben gesagt, wir müssen zivilrechtlich was nachbessern, weil zum Beispiel Übertragung nicht so funktionieren kann, wie sie bei uns im ABGB vorgesehen ist oder im Sachenrecht, oder weil es einfach das Kausalitätsprinzip und Abstraktionsprinzip, die Dinge, man muss einfach schauen, wie man das anpasst, jetzt auf die Blockchain-Technologie. Das haben wir ja gemacht. Man hat auch überlegt, was passiert, wenn ein Token verloren geht, weil da gibt es ja auch keine Lösung, nirgends. Das heißt, man hat schon mit dem jetzigen Recht dort, wo es geht, wir haben das ein bisschen auf die Blockchain-Technologie angepasst und Lösungen gefunden und sind da abgewichen, also, soweit es geht. Den Raum, den man gehabt hat, den haben wir ausgenutzt. Also gerade im Zivilrecht im Bereich ist extrem wichtig, da gibt es nichts Vergleichbares. Also die haben das gut gemacht, absolut. Die Straflosserklärung ist auch gut, da hat man das Ganze diesbezüglich. Und im anderen Bereich, da gibt es halt Grenzen und da muss man halt das so hinnehmen. Vielleicht darf ich noch ergänzen. Wir sind gestartet mit der Idee, zu sagen, es gibt eine Technologie und diese ist angetreten, ohne intermediäre Transaktionen zu ermöglichen. Und das war auch der Ausgangspunkt. Wenn es keine Intermediäre mehr gebraucht hätte, dann hätte man in diesem Regulierungsentwurf keine gefunden. Aber wenn man das alles durchdenkt, die Geschäftsmodelle durchdenkt und eigentlich sich überlegt, was braucht es denn, dass diese Technologie wirklich fliegen kann, was braucht es denn, dass wir diese Umsetzungsprojekte sehen, dann ist das zumindest die Antwort dieses Gesetzes, nein, man braucht Rollen. Es muss so sein, dass wenn ich einen Token kaufe, der das Recht an einem Gemälde repräsentiert, das 40 Millionen Wert hat, dann soll es so sein, dass das auch verkehrssicher ist, dass die Token-Käufer nicht dann dastehen und ihre Rechte überhaupt nicht durchsetzen können. Also man hat wirklich geschaut, was wird denn passieren oder wohin könnte das Ganze gehen. Liechtenstein hat von der Tokenisierung der Welt schon lange gesprochen, wo es ein Buzzword wurde im Bereich Blockchain und hat sich das schon lange vorher überlegt, wo braucht es denn Intermediäre. Und deswegen, das Ganze hat ja schon Überlegungen dahinter, was ist auch das Level, das gefordert wird von diesen Dienstleistern. Wir sprechen von einer Registrierung, nicht von einer Bewilligung. Und das ganze System hat Sinn. Konkretes Beispiel ist eben dieser physische Validator, oder? Wo wir sagen, es braucht jemanden, der eben diese zwei Welten verbindet. Dass die physische Welt einen Connex hat zur digitalen Welt. Und das kannst du, ich habe auch keine Lösung gefunden, wie man das digital machen kann.
praktisch, es gibt kein Vertrauen sonst von der Seite. Genau. Also nicht mit einer Person dazwischen wäre. Und das passiert so. Macht es keiner. Und das hast du überall anders auch. Und natürlich haben dann auch Themen noch eine Rolle gespielt, wie dass es einen ICO-Hype gab und dass man gesagt hat, will man diese Emissionen am Standort haben und was müsste man denn tun, um zumindest einen vernünftigen Ansatz zu fahren, dass es halt zumindest schwerer wird. Man kann nie kriminelle Energien verhindern, man kann nie Straftaten verhindern, aber man kann den rechtlichen Rahmen schaffen, dass das zumindest versucht wird zu adressieren. Das war genau, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Das Ganze schön zusammenfasst. Ich bedanke mich für die offene Diskussion. Ich habe das sehr geschätzt heute Abend. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir können beim Apero noch weiter diskutieren und sonst wünsche ich euch einen schönen Abend.